jetzt bin ich auch mal gespannt. Das ist, wie gesagt, die Lösung, die Alisa vorgeschlagen hat. Willst du noch was dazu sagen? Nee, alles gut, ich glaube. Ich habe nur so viel dazu gesagt. Nehmen wir die Schaltkasse raus. Das ist eine schöne Demonstration, so Losproduktion. Ein paar Sachen, die mir sofort aufgefallen sind. Also die Stapelgreifarme nehmen halt immer nur einen Gegenstand. Sind auch dementsprechend eingestellt. Wo ich sage, das ist eigentlich Verschwendung. Dafür sind die Teile viel zu teuer. Da ist was dran. Kann man auch ohne Probleme die hier nehmen zum Beispiel. Ja, das Weitere ist, was man halt sieht, ist, dass diese vier Solarpanels nicht reichen, um das Ding hier versorgen zu können. Entsprechend gut. Normalerweise hat man halt irgendwo in seiner Fabrik entweder ein größeres Solarfeld oder ein ganzes Kraftwerk. Also das ist, mein Gott. Ding oder gestellt. Man hat eine Demoanlage und hat unendliche Energie. Ja, oder so. Also basierend darauf habe ich dann die Lösung entwickelt. Hier werden halt die Greifarme maximal ausgenutzt. Also man sieht halt, die nehmen halt gleich einen ganzen Schalter raus. Ey, cool. Ja. Wenn die was greifen, übermitteln die ja, was sie genommen haben. Übermitteln die auch die Zahl? Sonst würde das natürlich nicht so funktionieren. Man sieht nochmal die Logik in klein. Dann gibt er die Anzahl vor. D. Z. Alles bekannt aus der alten Lösung. Das stimmt's. Ja. Sachen ist halt so, gerade was Timing anbelangt, nicht ganz einfach. Also das erste Problem, das mir aufgefallen ist, gehen wir jetzt natürlich raus. Und nehmen wir dann die produzierten Schaltkreise raus, bevor die Kiste wieder 20 erreicht hat. Wir sehen, die Kiste hat jetzt nur noch 9, aber die Anlage arbeitet nicht mehr. Ich würde sagen halt, vorgegeben ist eine 20. Mhm. Auch alle zwei Geschwister 20 produzieren kann. Wir sehen auch, ja, der Zähler hat gerade auf 20 gezielt. Aber wie gesagt, er kann natürlich sich nicht wieder resetten. Das erste Problem. Das zweite Problem, jetzt würde ich hier ein bisschen mehr einstellen. Nehmen raus, schalt an. Okay. Wir haben hergestellt nur 168. Wie ist das denn passiert? Das ist eine gute Frage. Also das Problem ist halt, sehen wir mit dem halt als Referenzwert die Differenz aus dieser Kiste und dem Wert von 300 und geben diesen Wert halt auf die Zähler vor. Am Anfang haben wir halt die 300 vorgegeben, so wie es halt sein sollte. Aber wenn die Greifarme hier noch Material rauflegen und noch hochzählen, dann hatten wir die ersten Schaltkreise was in der Kiste. Ach, da stimmt die Zahl nicht mehr. Richtig. Das heißt, die Zielzahl muss gepuffert werden. Richtig, habe ich auch in der ersten Lösung gemacht. Hier. Okay, dazwischen hast du nochmal einen Speicher eingebaut. Okay. Mhm. Richtig, also hier der Speicher, der diesen Wert zwischenspeichert, damit dieser Fehler nicht wieder auftritt. Ja, das könnten wir mit der alten Lösung nur verhindern, wenn man erst alles ausliefert und dann die Produktion startet. Ja. Warum hast du nur zwei Beschleunigungsmodule in der Maschine drin? Das reicht, also wir sehen halt, die bleibt halt immer wieder mal stehen. Also von daher, was soll da ja, noch? Okay, mehr kriegst du nicht raus, dann müsstest du mehr Greifer haben, bestimmt. Richtig. Wir haben 300 bestellt. 300 sind da. Wunderbar. Löst aber nicht das andere Problem. Nee, das haben wir noch nicht gelöst, das stimmt. Also ich habe halt eine Überwachung gemacht. Wenn ich also weiß, es sind weniger Schaltkreise als gefordert, aber die Produktion läuft für eine gewisse Zeit nicht,
wird die ganze Schaltung nochmal resettet. Ah, okay. Das heißt, du überwachst also jetzt nicht die Kiste selber nur, sondern eben auch den Transportvorgang. Okay. Mhm. Richtig. Bisschen warten. So, und 100. Kann man das nicht noch ein bisschen besser machen, einfacher?